Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir. Ja, heute wieder ein bisschen Heimwerken und zwar Lampe tauschen. Wir wollen hier den Spiegelschrank ein bisschen aufpeppen mit einer LED-Lampe. Der hat hier so einen alten, wie ihr sehen könnt, hier ekelhaften Lampen dran. Wie gesagt, Bad allgemein ist irgendwie ein Thema, wird irgendwann in den nächsten, ach, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren vielleicht mal neu gemacht. Aber jetzt wollen wir das ein bisschen aufpeppen hier. Wie gesagt, den alten Spiegelschrank hier mal ein bisschen in Ordnung bringen und ja, wie gesagt, schauen wir uns das mal gemeinsam an. Irgendjemand hat ja so eine alten Dingslampen hier oben. Eine ist da schon kaputt. Hat bei mich gerade gesehen. Der hat hier noch eine Steckdose drin. Wie gesagt, diese Lampen hier sind ja, ja Stromfresser ohne Ende. Die sollen weg. Wie gesagt, kommt diese schöne LED-Lampe ran. Problem ist, was ich gerade festgestellt habe, wir haben hier keinen Strom. Also die Spannung liegt nicht an. Wie gesagt, wenn ihr sowas macht, ja, bloß mal so zur Information. Wenn ihr sowas macht, lasst ihr natürlich vom Fachmann machen, vom Elektriker. Fuscht da nicht selber darum. Achtet die 5 Sicherheitsregeln, ja. Und nicht unter Spannung arbeiten und so weiter. Ich bin Elektriker, ich darf das, aber wie gesagt, bloß nochmal so als Hinweis, lass das, was ist denn für ein Krach, lass das sonst vom Fachmann machen, ja. Wie gesagt, ich muss erstmal erkunden, was da los ist, wieso ist da kein Strom, ja, oder wie gesagt, kriege ich da keine Spannung an. Und ja, da werde ich jetzt mal schauen und dann, ja, könnt ihr mich begleiten. Da haben wir den Bügeltäter schon gefunden. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber wir haben hier plus minus PE und da fehlt einer. Der ist rausgerutscht. Wenn ihr den da sehen könnt, da so, der ist ab. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Ja, darum ist die Steckdose auch nicht unter Spannung, weil die hier nochmal durchgeht, nochmal an den Trabo rangeht, aber der kriegt halt keinen Strom, keine Spannung. Das war ja einfach. Ich messe. Ja, bauen wir erstmal die Lampe an und ja, können wir unter Spannung, also spannungsfrei arbeiten. Sicherung ist raus. Bauen wir erstmal die alten Lampen hier oben ab. Ja, kein Wort zu der Tapete bitte. Ja, die ist schön. Ja, flauschig, sage ich nur. Sind ja bloß angesteckt gewesen hier. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen dunkel hier drin, ja. Aber so ist das. Können wir mal noch ein bisschen für Licht sorgen hier. Jetzt ist es doch viel besser, oder? Die zweite noch mitmachen. Die auch ab. So, Lampen sind ab. Die alten. Schauen wir mal in die neue rein. Das war da so, wie gesagt, hier ganz einfache Angebot gekauft für, ich weiß gar nicht, 15 Euro. Gucken wir mal, was wir da so alles drin haben. Karton ist leer. Hier haben wir was hier aufbauen. Schrauben dabei, Anleitung. Und hier haben wir dann das gute Stück. Das machen wir mal raus. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich finde, die sieht eigentlich optisch wirklich ganz gut aus. Hier ist natürlich alles Plastik, aber reicht ja aus. Die soll dann hier oben so drauf. Ja, ich glaube das. So, dann gucken wir mal hier, wie die Halterung funktioniert. So, wir haben hier das Brett hier aufgeschraubt, denke ich mal. Hier haben wir eine kleine Klemme. Hier haben wir irgendwie noch irgendwas. Mein Gott, was ist das hier alles für ein Kram? Gut, da kommt eigentlich nur dieses Ding hier rauf in der Mitte. Wir müssen mal gucken hier. Das ist hier die Mitte. Ich denke mal, wenn ich den. Gucken wir mal kurz, wo ich die Lampe hinkomme. Hier. Wenn ich das hier so, dann kommt das nachher. Ich weiß gar nicht wie hoch, ich glaube so rum, oder? Wie funktioniert das hier? Oder stören noch die. Ach, die Schrauben sind erstmal rausschrauben. Jetzt kommt das nachher hier so. Dann können wir direkt an der. Ah ja, gehen wir, oder können wir schon direkt an der Kante, damit es ein bisschen übersteht, ja. Machen wir erstmal fest. So.
Mal die kleinen süßen mitgelieferten Schräubchen hier. Wirklich groß abgemessen. Ja, wir sind hier per Augenmaß wird das befestigt. Upsala. Sage ich jetzt mal so. Und dann fange ich so an. Ich denke mal, ich hoffe, mein Augenmaß war gut. So, Entschuldigung wegen meiner Nase, Allergie, ihr wisst, was los ist. Jetzt haben wir hier eine alte Schraube. Wir wollen noch neue nehmen. Wir wollen noch neue. Ja. So. Zack. Ach, der Hund. Bringt sie. Alles klar? Mein Gott. Die will nicht, die Old Drexler. Verfickte Scheiße. Nehmen wir doch eine andere. Nehmen wir doch eine alte. Ist mir scheiße egal jetzt hier. Gott, ich kann eine verfickte Dreckschraube nehmen. Was ist denn mit der jetzt gleich? So, haben wir das gemacht. Und dann kommt die da eigentlich gleich rauf. So. Lösen wir das ein bisschen hier. So, dann stecken wir das hier so drauf. Hier kommt das Kabel ab. Oh, ist das ein Scheißdreck. Auf geht's. Und so ist er fest. Aber jetzt fällt mir gerade auf. Verfickte Scheiße. Könnt ihr das sehen? Kann man nicht wieder festziehen, weil. Ah, nee. Mal gucken, ob es so geht. Naja. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist immer. So, den alten Trabo brauchen wir ja nicht mehr. Wie gesagt, der war extra für Halogenlampen. Wir haben hier der von den 230 Volt, hat der 11,8 Volt draus gemacht. Brauchen wir nicht. Die hat das hier drin. Die wird mit 230 Volt betrieben. Ja, LEDs brauchen das nicht. Ja, darum bauen wir den aus. Der kann weg. Ziehen wir die Kabel ab. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. So, gucken, ob das mit dem anderen ist ein bisschen kurz. Dann werden wir bestimmt hiervon noch eins benutzen als Verlängerung. Oh, den hier mal. Oh mein Gott, ist das hier. Und die Kappe brauchen wir ja noch hier. Ihr wisst doch, wie das ist. Ich dachte, das Ding dauert 5 Minuten hier und dann ist schon irgendwas kaputt und das und ach, ihr wisst doch, wie das ist. So, wie ist das denn hier drin? Können wir einfach raus. Schneiden wir ab. So scheiße, ja. Nee. So, weil der hier, der wird auf jeden Fall nicht bis dahin reichen. Da brauchen wir eine kleine Verlängerung, das heißt, wir brauchen hier von ein Kabel. Und alles so runtergefallen, natürlich. Jetzt habe ich natürlich mein ganzes Werkzeug hier nicht. Ja, dann werde ich den hier mal noch abisolieren, fertig machen. Und den hier können wir das zusammenklemmen. Kriegen wir hin. Und da wir natürlich ordentlich arbeiten, machen wir hier auch ADN-Hülsen drauf. Und wie gesagt, machen das auch einmal richtig. So. Okay, die sind ein bisschen groß. So, fest. Auch der hier. Sieht das nämlich schon schick aus. Können wir hier. Na, jetzt haben wir wieder, wie es immer ist mit dem Werkzeug. Na, wie muss ich jetzt schon wieder. Und auch mal dieses beschissene Problem, dass ihr euer Werkzeug immer irgendwo hinpackt und dann nicht wiederfindet. Ah, wenn ihr das braucht.
Ach, jetzt natürlich wieder noch kleine Schrauben. Oh, ist das. Eieieiei, wie ich das hasse. Habe jetzt natürlich keine eigenen mit hier. So, dann machen wir hier den gleich mal rein. Einmal hier, einmal da. So, seht ihr das gut? So, zeig. Komm, meine frische, nicht das schöne Scheiße. So, dann verbinden wir das dann nämlich. Das ist alles safe. So Leute, das mit der Listerklemme hat nicht so gut, also fand ich nicht so gut. Ich habe jetzt Pressverbinder genommen, bringe die jetzt hier aneinander, macht, ist doch einfach viel besser. Ja, wenn ich jetzt noch einen Schrumpfschlauch gehabt hätte, wäre es natürlich noch viel, viel besser. Aber, ja, wird schon. Na komm ich hier, richtig schon die Zange nehmen. Dann. Ich weiß nicht, ich bin hier. Das ist viel, viel ordentlicher. Zack. Den auch noch hier rein. Ah nein, ich nicht weg. Was ist hier? Ist ja nicht richtig drin hier. Ah, ich weiß was. Oh, nein, das ist aber. So, dann sieht das nämlich schon viel, viel besser aus. Bisschen diese Leberwand rum. Und dann können wir das Ding anschließen. So Leute, wir haben es endlich geschafft. Hat natürlich wieder viel länger gedauert wie gedacht. Es ist repariert. Die Lampe ist fest. Ich. Naja, ist egal. Ich wollte ihn jetzt zumachen, sieht vielleicht ein bisschen besser aus, aber gucken wir mal. Ist das nicht. Herrlich. Schaut euch das doch mal an. Haben wir es geschafft. Steckdose sollte. Funktioniert. Oh, klar. Oh, das da hinten fällt mir halt auf. Der Kasten ist nicht so schön. Wenn man abfassen kann, nein. Alles gut, alles gut. So, messen wir mal kurz, ob die Steckdose funktioniert. Ich stelle euch mal kurz hier hin. Oh, nicht abstürzen. So, gucken wir mal, messen wir mal, ob die Steckdose auch Saft hat, wie sich das hier hört. Und da, wie ihr sehen könnt, 230 Volt ist auch da. Vorher hatten wir da, weiß ich nicht, Millivolt irgendwas. Alles da, funktioniert. Gute Arbeit geleistet, hat Spaß gemacht, naja. Aber habt ihr auch immer so das Problem, dass du irgendwo Werkzeug hinpackt und dann sucht er wieder wie so ein Idiot und dann liegt das draußen oder liegt direkt neben euch. Ja, wie gesagt, wieder was geschafft. Ich mache mal hier zu, wie das denn aussieht. Oh, da muss ich doch eine Schraube. Jetzt wird hier noch ein bisschen aufgeräumt natürlich, aber ich denke mal, das ist für euch uninteressant. Ja, den Spiegelschrank, der muss noch eingestellt werden. Hier haben wir noch so eine kleine Kante. Aber haben wir noch gut gemacht, oder was? Schauen wir mal. Sieht jetzt auf den ersten Blick noch ein bisschen schief aus. Ich guck mal von hier. Aber das liegt daran, dass der Spiegelschrank die Tür halt. Ja, wie gesagt, das sind Kleinigkeiten, stelle ich gleich noch ein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen. Abonniert den Kanal hier, mein Gott. Und ja, jetzt geht's weiter zum nächsten Projekt.